Sehr verehrte Damen und Herren, ich wäre froh, wenn ich glauben könnte, was die Regierung, diese Regierung Ihnen erzählt hat. Ich wäre froh, wenn ich glauben könnte, dass wenn wir die Bundesländer abschaffen, es tatsächlich dazu kommt, dass plötzlich keiner mehr sich vom anderen abgrenzt, dass es keine Konkurrenzsituation mehr gibt, dass keiner mehr sagt, hier, ich bin der und der ist der und ich mag den deswegen einfach nicht. Ich wäre froh, wenn das so wäre, aber ich glaube, Konrad hat schon relativ gut gezeigt, warum das nicht so ist. Ich möchte noch mal ein bisschen weitermachen. Michael hat uns gerade offenbart, er ist kein Fußballfan, aber ich möchte ein Fußballbeispiel geben. Und zwar, sind Ihnen vielleicht die beiden Fußballteams aus Glasgow bekannt? Das ist nämlich Celtic Glasgow und die Glasgow Rangers. Die unterscheiden sich nicht mal im Stadtteil, sondern da wird der Unterschied alleine darauf manifestiert, dass das eine ein Protestantenteam ist und das andere ist ein Katholikenteam. Ich kann an jeder Stelle hier irgendwelche Unterschiede ziehen. Ich brauche keine Länder, es geht nicht um Länder. Konrad hat das geklärt, mein Dorf zwei Kilometer neben mir, da habe ich auch schon eine Aversion gegen, einfach weil es anders ist, einfach weil ich mich davon abgrenzen will. Wir definieren uns häufig über die Abgrenzung von anderen. Ich definiere mich als Deutscher dadurch, dass ich eben nicht bin wie der Franzose, ich bin nicht wie der Engländer und ich bin auch nicht wie der Holländer. Das ist ganz arg toll, oder wie? Das ist nicht toll, aber damit kommen wir mit eurem Antrag nicht vorbei. Also der Antrag wird nicht dafür sorgen, dass das aufhört. Also der Antrag hat keinen Einfluss darauf, wie sehr ich mich davon dadurch definiere, wer ich eben nicht bin. So, ich möchte jetzt kurz diese Debatte umreißen. Die erste Hälfte hat sich ganz stark um die Thematik gedreht. Wie sieht das aus mit Effektivität in einer Zentralregierung oder in einer föderalen, in einer föderalen Staatsform? Die Frage, wie ist das mit einer Zentralregierung? Dann nutzen die Minderheiten aus oder gibt es dann überhaupt die Möglichkeit, Rücksicht zu nehmen auf Regionalfragen, die vielleicht nur kleine Teile beschäftigen? Aber was wir hier gezeigt haben, ist, dass eben die Tatsache, dass ich mich sehr stark auf regionale Fragen konzentriere, genau zu einem Problem führt, das dieser Antrag mit sich bringt, nämlich die Tatsache, dass ich meine regionalen Interessen über das stelle, was vielleicht im Interesse von ganz Deutschland ist, über das Interesse stelle, was im Prinzip andere Bundesstaaten haben und dass hier eben die Länder, dass die Ländervertretung im Bundesrat dafür sorgt, dass wir eben hier ein Machtgleichgewicht haben, dass hier nicht irgendwelche wirtschaftlich starken Staaten im Süden einfach ihre wirtschaftliche Macht gegen andere Staaten ausnutzen können. Nein, danke. Konrad hat das erklärt, diese Idee kommt genau von hier, aus der Paulskirche. Diese Idee, wir wollen einen Staat gründen und wir müssen diesen Staat schützen. Wir müssen diesen Staat einerseits schützen vor Bedrohungen von außen und vor Bedrohungen von innen. Vor außen ist das relativ einfach. Deshalb hat man die Idee gehabt, einen Nationalstaat zu gründen. Das hat 48 noch nicht geklappt, das hat dann 1971 das erste Mal geklappt. Aber diese Idee, dass wir einen gemeinsamen Bund gründen, damit wir eine gute Verteidigung, dass wir uns gut gegen Mächte von außen verteidigen müssen, das funktioniert ganz einfach. Ich habe ein einheitliches Heer, ich habe eine geballte wirtschaftliche Stärke. Das sorgt dafür, dass ich mich relativ gut gegen Angriffe von außen wehren kann. Und dann gibt es eben dieses zweite Konzept, dass ich mich auch gegen Angriffe von innen wehren kann, weil es eben regionale Unterschiede gibt. Ja, komme ich gar nicht rum in einem großen Land wie Deutschland, dass es solche regionalen Unterschiede geben wird. Bevor ich Ihnen erkläre, wie sich die nochmal genau auswirken, öffnen Sie bitte. Wenn du schon anerkennst, dass es ein Problem ist, dass man sich voneinander abgrenzt, möchtest du diesen Sektierern dann tatsächlich noch eine Gesetzgebungskompetenz geben oder erhalten? Es geht nicht darum, ob einzelne Staaten hier eine Gesetzgebungskompetenz über sich selbst haben. Die entscheidende Frage ist, kriegen die eine solche Macht, dass sie eine Gesetzgebungskompetenz über alle haben? Das ist das wirklich große Problem. Also, wenn die Baden-Württemberger sich von den Bayern abgrenzen und das mit ihren eigenen Gesetzen tun, dann ist das eine Sache. Aber wenn sich jetzt plötzlich die Bayern und die Baden-Württemberger zusammenschließen und sich einfach abgrenzen vom Rest, ohne dass der Rest irgendeinen Einfluss darauf hat und dass das so auf Bundesebene geschieht, dass das eben auch die Niedersachsen betrifft, dass das auch die Leute in Schleswig-Holstein betrifft, obwohl die Entscheidung eben durch ein machtpolitisch-wirtschaftliches Gefüge aus dem Süden getroffen wird. Nein, danke. Wie es zu diesem machtpolitischen Gefüge gekommen, möchte ich jetzt noch einmal kurz ausführen. Also wir haben von dieser wirtschaftlichen Macht gesprochen. Also wir sehen hier, dass zum Beispiel in Deutschland im Süden eine extreme Macht ist. Das sieht man in anderen Ländern, kann man das auch sehen. Nein, danke. In Italien ist es zum Beispiel der
Norden, der zum Beispiel da eine relativ große wirtschaftliche Macht hat. Und natürlich liegt es im Interesse einer Zentralregierung, einer Zentralregierung, dafür zu sorgen, dass natürlich das, was das Land besonders stark wirtschaftlich antreibt, das, was das Land voranbringt, auch dementsprechend zu fördern und dafür zu sorgen, dass es an dieser Stelle die Interessen dessen vertritt, der wirklich das Land voranbringt. Das ist grundsätzlich natürlich nicht falsch, aber da müssen wir aufpassen, dass es nicht dazu kommt, dass diese wirtschaftlichen Interessen oder die gesellschaftlichen Interessen einer Region dafür sorgen, dass sie das ganze andere Land dominieren können. Und genau das ist das, was ohne einen Föderalismus passieren kann und eventuell passieren wird und wovor wir sie schützen wollen, indem wir eben gegen diesen Antrag sind. Nein, danke. Also, ich möchte jetzt noch mal einmal kurz in die Beispiele gehen und Ihnen erklären, wie da sowas aussehen kann. Also, stellen Sie sich eine Biotechnikfirma nahe München vor. Sie mögen sagen, als Niedersachse, okay, was die da vielleicht mit ihrem genmanipulierten Essen treiben, das finden wir nicht gut. Und wir können sagen, an dieser Stelle sorgen Sie mir vielleicht für eine Gesamtgesetzgebung dafür, dass wir das einschränken. Aber wenn es jetzt eine solche zentrierte Macht in der Region gibt, eine solche wirtschaftliche Macht, die sich dann auch politisch manifestiert, wie ich das erklärt habe, dann kann es eben dazu kommen, dass man sagt, hier stehen 1500 Arbeitsplätze auf dem Spiel und ich sage, ich schütze lieber diese Arbeitsplätze, als hier dieses Interesse von 10 weiteren Regionen in Deutschland angemessen zu vertreten. Und genau dafür sorgt im Moment der Bundesrat, dass nämlich an der Stelle Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen auch irgendwie eine Entscheidungsmacht haben und hier dafür stehen können, dass eben es nicht dazu kommt, dass es hier vom Süden her oder also in Deutschland vom Süden her dazu eine Ausnutzung dieser Machtposition kommt. Weil wir ihnen das gezeigt haben, weil wir ihnen gezeigt haben, dass es für einen Staat enorm wichtig ist, sich sowohl von außen zu schützen, was in Form einer Zentralregierung passiert und eines zentralen Heers zum Beispiel, und weil wir gezeigt haben, dass es genauso wichtig ist, dafür zu sorgen, dass es ein Machtgleichgewicht innerhalb eines Landes gibt. Und dass dieses Machtgleichgewicht da nicht mehr besteht, wenn wir eben keinen Bundesrat mehr haben. Da wir das gezeigt haben und weil wir wissen, dass wir Deutschland von innen und von außen schützen müssen, deswegen gegen diesen Antrag. Vielen Dank.